Weiter geht es mit der Antje. Und Antje ist 18. Hallo Antje. Hallo Domian. Hallo Antje. Antje, was hast du denn erlebt auf einem Bahnhof? Also bei mir war es so, ich bin von einem Prostituierten, also ich bin Prostituierte. Mhm. Und ich war mal in Hamburg am Bahnhof. Mhm. Und zwar, also bei mir ist eben halt bei allen Prostituierten so, ich mache eigentlich alles. Und aber blasen tue ich eben halt nur mit Kondom. Das ist ja eigentlich auch Standard. Und ich hoffe, dass du Geschlechtsverkehr auch nur mit Kondom hast. Ja, natürlich. Ja. Das ist ja eben halt so. Mhm. Und auf jeden Fall war ich dann bei denen im Auto. Mhm. Und In Hamburg warst du bei irgendjemandem im Auto? Ja, genau. Mhm. Ja. Bei einem Zuhälter. Ja. Und auf jeden Fall habe ich ihnen dann klar gesagt, so was mein Ding ist, dass ich es nur mit Kondom mache, weil er wollte gerne, dass ich ihnen einblase. Mhm. Und zwar war es dann so, dass ich gesagt habe, ihnen eben halt klar gesagt habe, dass ich es nur mit Kondom mache. Und dann hat er sich tierisch aufgeregt und mich angeschrien und eigentlich so alles Mögliche. Mhm. Und ich war eben halt strikt dagegen. Also das wollte ich eben halt nicht. Mhm. Und dann hat er angefangen, mich zu schlagen. Mhm. Also erstmal ins Gesicht, so ganz leicht. Also das ging eigentlich noch so eben halt. Ich dachte so in der Hoffnung, also dass er eben halt noch denkt, dass ich es so mache. Mhm. Aber ich mache es eben halt nicht, weil ich ekel mich und das war eben halt auch eine ältere Person. Mhm. Und das finde ich eben halt ekelig. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann hat er angefangen, mich doller zu schlagen und dann hat er mir die Nase gebrochen und mir den Arm gebrochen und eben halt so richtig heftig. Also, im Auto? Ja, im Auto. Also wir stellen nochmal klar, nicht, dass das jetzt missverständlich war. Du solltest nicht Oralverkehr mit dem Zuhälter ausüben, sondern der Zuhälter wollte dich dazu zwingen, dass du für ihn so arbeitest, dass du ohne Kondom... Nein, das hast du jetzt falsch verstanden. Er wollte eben halt, dass ich ihn einblase. Ach, dem Zuhälter? Ja, genau. Ah ja. Und dann wollte er eben halt... eben nicht, dass ich es mit Kondom mache. Ich verstehe, das andere habe ich dann schon verstanden. Es ging also wirklich um den Zuhälter persönlich. Ja, genau. Da hat er dich so schwer verletzt im Auto. Und dieses Auto, wie kommen wir jetzt zum Bahnhof? Stand das vor dem Bahnhof? Oder? Nein, wir sind schon weitergefahren. Mhm, ja. Mhm. Hast du den denn im Bahnhof kennengelernt? Ja, ich habe ihn am Bahnhof kennengelernt. Ach so kam die Geschichte zustande. Du hast ihn im Bahnhof kennengelernt und dann seid ihr ins Auto gegangen. Und ja, genau. Und dann ist das so geschehen. So, jetzt warst du ja verletzt, übelst verletzt im Auto. Und dann? Ja, und dann lag ich eben halt 3 Wochen im Krankenhaus. Ja, Moment, wie bist du aus dem Auto rausgekommen? Hat er dich rausgelassen? Hat er dich noch irgendwo mit hingenommen? Ja, er hat mich dann rausgelassen später. Ich habe tierisch geweint und ich habe gesagt, er soll mich bitte in Ruhe lassen und so. Aber du hast nicht das getan, was er wollte? Nein. Ich habe es absolut nicht getan. Ja? Weil wo hat er dich dann rausgelassen? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich war so im Schock. Ich bin einfach nur gelaufen und dann habe ich einen Passanten angesprochen und gesagt, er soll mich bitte, also der war auch im Auto und dann habe ich ihm gesagt, er soll mich bitte im nächsten Krankenhaus abliefern und dann haben die mich da abgeliefert. Und dich erstmal ausgiebig verarztet. Ja, genau. Nach den Verletzungen. Ja. Du bist ja erst 18 Jahre alt. Ja, genau. Wie lange arbeitest du denn schon als Prostituierte? Ich arbeite da seit meinem 14. Lebensjahr. Seit deinem 14. Lebensjahr? Ja, genau. Du arbeitest aber nicht auf einem Bahnhof, ne? Doch, ich arbeite auf einem Bahnhof. Du arbeitest auch auf einem Bahnhof, aber nicht in Hamburg. Hauptsächlich. Das war gerade ein bisschen durcheinander, ich habe es nicht ganz verstanden. Auf irgendeinem Bahnhof in Deutschland arbeitest du? Ja, genau, so. Eigentlich auf verschiedenen. Auf verschiedenen, ah ja. Ja. Mhm. Wie bist du mit 14 Jahren da reingekommen? Ich habe mit 12 angefangen zu kiffen und dann habe ich andere Sachen genommen und dann irgendwann bin ich zu Heroin gekommen und dann habe ich mir das eben halt damit finanziert. Hm. So das alte Lied, ne? Das alte Lied. Ja. Mit 12 Jahren, das heißt, ich vermute mal, dass du ein schlechtes Elternhaus hattest und abgehauen bist, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich ein gutes Elternhaus, also und dann habe ich angefangen zu klauen, eben halt deswegen, weil das mit den Heroinen immer mehr wurde und dann haben sie eben halt mich rausgeschmissen. Ja. Ach so, da haben die Eltern gesagt, Schluss aus, genau. wir wollen dich nicht mehr. Hast du heute noch Kontakt zu deinen Eltern? Ja, ab und an mal. Wissen die, was du machst? Ja, die wissen das. Und was sagen die dazu? Ja, die finden das eben halt nicht gut und die sind in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal auf geraden Weg gekommen, so.
Wie siehst du denn selbst dein eigenes Leben, wenn man so von 14, das ist ja nun super früh, finde ich, auf den Strich geht und jetzt schon 4 Jahre in dem Geschäft ist, so wie du, wie siehst du dein Leben? Scheiße. Mhm. Also ich sehe es überhaupt nicht gut. Mhm. Hast du denn schon Versuche unternommen, irgendwie da rauszukommen? Ja, ich war schon auf 5 oder 6 Entzügen, aber also ich sag mal, man kennt da ja auch auf Bahnhöfen so einen oder anderen und die überreden einen halt dann dazu und dann macht man es halt immer wieder. Mhm. Also das heißt, du bist hochgradig heroinabhängig? Ja, genau. Und das ist halt der Teufelskreis, dass du dann dir das Zeug dadurch verdienst, nach wie vor. Ja, genau, das ist richtig. Wo gehst du mit den Freiern hin, wenn du die auf dem Bahnhof kennenlernst? In ruhige Ecken. Hm. Draußen? Ja, genau, draußen. Arbeitest du für dich oder hast du jetzt auch einen Zuhälter? Ich habe auch einen Zuhälter und der auch auf mich aufpasst und so. Hm. Aber wenn, also ich hatte auch schon verschiedene und manche sagen so, die haben da keinen Bock mehr drauf und dann lernen die natürlich auch andere kennen und dann haben die gar keine Lust mehr zu und dann mache ich es auch für mich alleine. Wie ist das denn mit so einem Zuhälter? Ich frage mal anders. Wie viel nimmst du so für einen normalen Kunden? Für einen normalen Geschlechtsverkehr, sage ich jetzt mal. Was für kostet? Einen normalen Geschlechtsverkehr nehme ich so 60 Euro. 60 Euro. So, ja. Wie viel bekommt der Zuhälter dann davon? Also ich sag mal so eine Stunde. Wie eine Stunde? Also ich meine von den 60 Euro, wie viel kriegt er? Also, wie meinst du das jetzt? Naja, der Kunde zahlt dir 60 Euro. Ja, genau. Und du musst dem Zuhälter doch was abgeben an Geld, an Kohle. Wie viel fließt dann in seine Tasche von den 60 Euro? Ach so, ja, jetzt habe ich richtig verstanden. Mhm. Der kriegt dann so 20 Euro. Manche sind dann auch ein bisschen heftiger und die wollen dann auch 40 haben. Mhm. Also das ist eigentlich immer verschieden. Ja. Du hast im Moment auch was genommen, ne? Ja, ja. Ja. Deshalb funktioniert es auch nicht so richtig mit dem Reden, kann das sein? Ja, ja. Ja. Hast du Angst vor deinem Zuhälter? Nee, eigentlich nicht. Ich suche mir eigentlich auch immer die Leute aus. Also ich habe auch schon verschiedene kennengelernt und manche sind ganz nett und die anderen sind auch nicht so nett. Also und wenn ich merke, dass der eine dann so ein bisschen böse wird oder so, dann suche ich mir schon einen anderen. Also das geht auch relativ schnell eigentlich. Du hast ja jetzt schon so viel professionellen Sex über dich ergehen lassen, kann man ja so mal sagen. Ja, natürlich. Hast du denn privat auch schon mal dich verliebt und auch privat Sexualität mal genießen können? Gar nicht. Also ich sag mal so, bei manchen Freiern, die ich dann so habe, da ist das auch manchmal schön. Mhm. Aber bei manchen dann auch wieder gar nicht so. Also das ist immer verschieden. Aber ich genieße auch bei manchen Leuten so mein Sex. Also manche, die sind auch wirklich gefühlsmäßig so richtig schön und so. Mhm. Aber so ganz privaten Freund hattest du noch nicht? Nee, hatte ich noch nicht. Und es gibt auch so ganz privat keinen, mit dem, wo du mal dein Herz ausschütten kannst und der dich mal in den Arm nimmt, also gibt's keinen? Nee, das will ich auch eigentlich gar nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, ich habe da eigentlich gar keine Lust zu. Also ich lebe mein Leben und weiß ich nicht, ich, keine Ahnung, ich... Mhm. Weiß ich nicht, ich kann da gar nicht so richtig so. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich lebe mal hier, mal da. Also im Moment bin ich bei einer Freundin, die ist auch Prostituierte und die ist gerade unterwegs. Und das ist eigentlich immer verschieden. Von was träumst du, Anja? Hast du einen Traum, den du so in weiter Ferne siehst, den du gerne mal verwirklichen würdest wollen? Ja, natürlich. Ich möchte davon irgendwann mal wegkommen und ich möchte irgendwann mal einen Mann haben und eine Familie und einen vernünftigen Job haben. Mhm. Ja, das ist eigentlich mein Traum. Weißt du, du wirkst so nett, muss ich dir mal sagen. Ja, ich bin auch eigentlich so eine ganz nette Person. Ja, ja, ich finde das wirklich, ich finde dich wirklich sehr sympathisch. Ja, danke schön. Ich finde das wirklich ich so. Ich auch. Ich finde das wirklich, ich muss es einfach mal so krass ausdrücken, so scheiße, dass es dir so schlecht geht und dass du da reingeraten bist. Ja, da kann man aber nichts machen. Ich denke, das gibt viele Prostituierte, die eigentlich ganz nett sind, aber die da so reinraten. Ja, aber es muss ja irgendeinen Weg geben, da wieder raus. Sonst ist dein Leben ja kaputt. Ja, natürlich. Kannst es ja wegschmeißen. Aber ich habe immer noch Hoffnung. Ich denke, irgendwann wird das auch besser. Ich weiß nicht. Wärst du interessiert, dass wir dir vielleicht noch ein paar Tipps geben? Nee, eigentlich gar nicht. Ich möchte da selber rauskommen. Ich bin so ein Mensch, ich möchte aus meinen Fehlern lernen und ich möchte da irgendwie selber rauskommen. Mensch, dann wünsche ich dir wirklich alle Kraft der Welt, dass du die Kraft entwickelst. Denn das ist eine große Kraft, die du da aus dir herausholen musst.
um da rauszukommen. Das, ja, danke schön. Das erahne ich wirklich. Und wünsche dir, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Ja, danke schön, Domian. Ich hab dich lieb. Das ist sehr lieb von dir. Antje, mach's gut. Alles Gute wünsche ich dir. Okay. Tschüss. Tschüss.